Ja, hallo, da bin ich wieder und ich habe in der Zwischenzeit ein wenig weitergespielt und zwar aufgelevelt wie ein Hammerkranker, weil ich nämlich festgestellt habe, was tatsächlich ganz interessant ist, weil ich das in all den Jahren noch nie festgestellt hatte, offensichtlich immer übersehen hatte, dass Sentinel Keep fürs Aufleveln wunderbar geeignet ist. Wenn man dann nämlich den Alarm auslöst, kommen wirklich immer mehr Wachen, ganz normale Sentinel Warriors, die nicht zaubern können, deswegen wirklich kein Problem darstellen, mit ein oder maximal zwei Feuerbällen immer beseitigt sind und die kommen wirklich in Massen. Also es, am Anfang sind es wenig, aber es kommen halt immer mehr und gegen Ende, ich weiß nicht, irgendwann resettet es dann sozusagen, dann muss man dann auch nochmal wieder die Stadt verlassen, aber dann sind es, glaube ich, bestimmt über 30 pro Kampf. Also es gibt da nur so 20.000 Erfahrungspunkte. Also merken, zum Aufleveln Sentinel Keep sehr gut geeignet. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen gemacht, weil ich vermeiden wollte, wie in meinem letzten Versuch vor, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Jahren, da habe ich die Endkämpfe nämlich nicht geschafft. Und da bin ich relativ fix durch das Spiel durchgegangen. Da waren meine Charaktere noch weit, weit weg vom Maximallevel gegen Ende des Spiels und das wollte ich diesmal ein bisschen anders machen. So, das ist also passiert. Dann ja, wir sind wieder bei Elminster im Tempel, beziehungsweise im Limbo, auf dem Weg zu Kallistes Dimension. Ich habe mich schon soweit ausgerüstet, also die Sachen, die ich mitnehmen konnte, habe ich angelegt und alles andere deponiert. Und deswegen können wir jetzt nämlich zu Kallistis. Off you go to Kallistis Lands. I have seen them be briefly in my wanderings, their stalking ground for death. Ja, das ist richtig. Remember that, bla bla bla. So. Das, was an Callistus Land oder Web Dimension oder Callistus Dimension oder wie man es auch immer nennen will, wirklich problematisch ist, die Zufallsbegegnungen hier rangieren von okay bis absolut tödlich. Das heißt, hier kann wirklich jeder Schritt der letzte sein. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber naja, wir wissen ja, was uns. Ich weiß zumindest, was mir erwartet. Ja, also wir sind jetzt gerade aus dem Portal gesprungen und a large woman jumps up. Two huge black eyes engulf her face. I'm the eyes of Callistis. You must be the thorn in her side. I have heard of the mayhem you've caused at her temple. You will not fare as well here, but before I dispose of you, tell me, did you have help at the temple? Was? Wieso fragst du mich das? Na gut, ich weiß, warum du mich das fragst, aber ja, hatte ich. Who helped you? Na, die gute Silk. Silk is alive? Her huge eyes grows syrupy. Silk is my sister. I'm Cynthia. Perhaps she told you of me. Oh, and how happy I am despite my own plight. This is recorded as Journal Entry 44. Naja, das fängt ja gut an. Wir haben gleich einen Verbündeten gefunden. Das ist Eyes of Callistis. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Mouth of Sauron, aber naja, besser gut geklaut als schlecht selber ausgedacht. The Eyes of Callistis. I thank you for the lives of my sisters. My own curse matters little to me now, knowing that they yet live to fight this evil. With their faces in my heart and their strength in my soul, I'll tell you this. To enter Callistis' parlor and live, you need two things: the ward of safe passage and the amulets of stillness. The ward is carried by the highest mages of the Drow when granted an audience with Callistis. Her pets recognize it and allow the bearer to pass. The amulets hide the wearer from spiders. With these items, you have a much greater chance of gaining entrance into Callistis' parlor. Without them, you will die in seconds instead of minutes. Wie nett. You may find these talismans in the testing ground. Go there first if you hope to complete your mission. But before you leave me, one task is left to you. To aid your mission, you must kill me. She sits down and looks away. You see, I am an unwilling spy, cursed with eyes that belong to Callistis. But not so my heart. Perhaps I can help you, but three favors I must
ask. First, bring me spiders from the Cavern of Fireflies. Second, bring me drow prisoners. Third, we'll get to that one at the proper time. Hast du mir doch schon gesagt gerade, hier im Journal Entry. Na egal. You can find these things nearby, but hurry, you leave. Ja, also das erinnert mich jetzt ganz stark an Zelda 2. Ich bin durstig, mach drei Schritte und bring mir etwas. So ähnlich ist das hier auch. Mal kurz gucken, wo wir sind. Soll das so verrückt sein? Verrutscht? Egal. Wir sind also da. Oh, gehen wir mal hier. You hear hoofbeats. A rider gallops up and promptly speaks. Nothing exceeds like excess. The rider gallops off before he can make any response. Das ist ja nett, dass du... Naja, schön, dass du auch da bist. Bringen wir mal weiter. Also die, es gibt diese, in dieser Dimension gibt es auch eine Überlandkarte. Ist quasi wie in den, wie in der Mondseeregion. Und hier gibt es auch ein paar Mini-Quests. Und die sehen witzigerweise, also die Karten sehen alle so aus, nur dass das Area-Ding eigentlich in der Mitte vom Bildschirm sein sollte. Naja, egal. Also das sieht, die Strukturen hier sehen alle gleich aus. So, gehen wir mal hier. You see a Drow Patrol. A Capture. Ja, gut, machen, kriegen wir halt ein bisschen Schaden bei. With difficulty, you capture the Drow. Ja, zu totschlagen wäre einfacher gewesen. Das ist immer das Gleiche. Oh mein Gott, Cousin, der kann schon wieder aufsteigen. So, Drows haben wir. Speichern wir mal. Dann wollte sie noch irgendwie Firefly-Gedöns haben. Spiders drag something up a wall. Stop them? Nur selbstverständlich. Spiders. Wir werden hier gegen sehr, sehr, sehr viele Spiders kämpfen. Also wer etwas arachnophob veranlagt ist, sollte sich das vielleicht nicht angucken. Beziehungsweise gerade, wenn er dann vielleicht sich daran erfreut, dass wir die ganzen Spiders hier alle töten. Auf jeden Fall wird es hier sehr, sehr viele Spinnen geben. So, jetzt gibt es schon mal eine ganze Menge weniger. Achso, wir haben ja keine Waffe. Naja, das ist so. Okay. Found treasure. Was haben wir denn da? Take. Longsword. Longsword ist gut. View. Minus 4 haben wir jetzt. Da haben wir minus 5. Das ist also besser. Das ist schon mal gut. You see Drow Patrol. Okay. Moment, Moment. Oh ja, das sind schon ein paar mehr. Yep, yep. Aber wenn ich da einen Schritt weg mache, dann kriege ich zwar ein paar Mal was in den Rücken, aber das ist immer noch besser als von diesem Feuerball erwischt zu werden. Ja, also die Kämpfe hier haben es echt in sich. Prinzipiell, ich bin ja jetzt quasi eigentlich auch schon wieder ein paar Stufen zu hoch eigentlich. Also ich hoffe mal, dass es ein bisschen einfacher wird, als ich es in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall sind die Kämpfe deswegen hier alle so tricky, weil man eigentlich nur Mistgegner trifft. Also hier gibt es irgendwie nichts mehr, was irgendwie mal als angenehm durchgehen könnte. Wir treffen Pet of Callistis, wir treffen Spinnen, die wahlweise vergiften, versteinern, elektrifizieren, was auch immer. Dann gibt es noch die bekloppten Drows, die alle zaubern können.
Es ist grausam. Also das ist echt. Ja. Ja, ist doch okay. Ja, meinetwegen. Oh, ein bisschen viel jetzt. Okay. Ja, also wie gesagt, das hier ist jeder Kampf irgendwie nervig, ein bisschen. Andererseits sind sie dadurch auch ein bisschen interessanter als die. Ich meine, wenn ich mal an den Anfang des Spiels zurückdenke mit diesen popligen Fire Giants und so, also das war ja nur wirklich witzlos. Lachhaft. Okay, du bist wieder okay, gut. Sehr schön. Ja, ich weiß, du bist confused. Also das heißt, dass er in der Runde einfach nichts macht. Das ist aber mehr auch nicht. Ja. Enraged heißt, glaube ich, dass man wieder okay ist. Ja. Has found treasure. Oh ja. Oh ja, na dann wollen wir mal. 60 Arrows. Longsword und Bogen haben wir. Was wir brauchen ist Fallen Grace. Braucht noch eine Drow Chain. Mal gucken, wie die Bracers so sind. Dann haben wir nochmal zwei Ringe. Und ja, das denke ich reicht. Also, die Bracers sind offensichtlich. Oh Gott, das sind totale Mistbracer. Das sind Bracers AC4, wie es aussieht. Die Drow Chain ist da definitiv besser. Was macht der Ring? Na gut, okay. So, Trade. Select, Trade, Select. Items, so. Minus 1, na immerhin. Arrows haben wir genug. Können wir die joinen? Nee, das sind also ist wahrscheinlich andere. Also ich hatte mir noch ein Bündel nicht-magische Pfeile gekauft. Damit ich die mitnehmen kann. So. Okay, hier war aber noch irgendwo das Ding auf Firefly, aber erstmal. Ja, man kann wieder nirgends rasten, wie super. Nein, in diesem Fall nicht so. You see Cave, ja. Fireflies illuminate the darkness. You see a nest of fat, pale spiders. Do you take them? Ja. Something glimmers. Aha. Dagger. Okay. Haben wir jetzt einen Dagger? Was ist das für ein Dagger? 11. Oh, Dagger plus 3. Was wollte sie jetzt nochmal haben, verdammt nochmal? Wollte sie den Dagger haben? Oder sollten wir irgendwas anderes bringen? Bleibt vergessen. You put the icky spiders in a. Ne, ach nee, Spiders sollten wir mitbringen, genau. Knapsack and hurry out. Congratulations, ja, super. This seems. Ja, das ist nett. Also wenn man eins von diesen Mini-Quest-Areas erledigt hat, dann kommt der Spruch, hier gibt's nichts mehr. Ich glaube, das gilt für alle. Ich schneide mal kurz und bin gleich wieder da.